Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Rhyme. Alle Leute sind hier erstarrt. Unser Fuchs ist noch da. Was sind das für komische Kreaturen? Ja, ich komme. Ich bin hier. Das Licht in der Dunkelheit. Unser Fuchs. Ich habe eine blöde Vermutung. Könnte es sein, dass wir gerade im Himmel waren und das jetzt hier die Unterwelt ist? Sieht nämlich ganz danach aus. Aber das müsste ja bedeuten, dass der Junge tot ist. Das ist ja gut. Da ist gerade ein großes Etwas vorbeigeflogen. Ja, das meinte ich. Hat uns das Vieh gerade unsere Kugel geklaut? Oh mein Gott, der Fuchs! Wir sollen uns mit dem jetzt anlegen. Oh mein Gott, was ist das denn hier? Ach, der Ort gefällt mir nicht. Ich will wieder zurück zu dem schönen Ort. Nichts anderes erwartet. Ich dachte, wir wären schon am Ende. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was zum... Oh mein Gott, ich muss überall Ich muss unterdingens hier Unterschlupf suchen. Oh Gott. Dahin wird's knapp. Müsste zu schaffen sein, los. Gib Gummi. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah! Ja, das schaffen wir nicht. Hihi. Dann machen wir es erstmal hier lang. Ah, alle Wege führen dahin erstmal.
toll. Hierfür brauche ich einen Schlüssel. Das hätte mir auch mal einer früher sagen können. Ist ja lustig mit den Flammen. Hier war nur. Oh. Ich habe da etwas übersehen. Ich weiß nicht, ob da hinten was ist. Da ist auf jeden Fall was. Muss ich ein bisschen schneller machen. Genau in dem Moment, wo ich dann... Ah, okay, dann gehe ich erstmal hier lang. Mach nur so einen Gang, um irgendwie weiterzukommen. Ist ja lustig. Ah, da ist der Fuchs. Da muss er erstmal irgendwie da hinkommen, Schätzelchen. Okay, ich versuche es mit Rennen. Kann man unseren Freund auch wirklich vertrauen? Der Schlüssel. Ein Schlüssel zumindest. Die Windmühlen antreiben, damit das Vieh weggeht. Okay. Das kriege ich hin. Das kriege ich definitiv hin. Jetzt bin ich am Arsch der Welt hier, ne? Gelandet. Versuche ich es mal da rein. Ich habe einen Schlüssel. Das öffne ich jetzt gleich direkt. Ungeheuer, König, Sohn. Hm.
jetzt ist es. Ist das ein Nachtzeichen jetzt? Okay. Ah. Könnten Sternenbilder sein. Holla. Ah. Okay, okay, okay. Na komm. Ah. Jetzt hatte ich es kapiert. Hat gerade ein bisschen lang gedauert, bis es gezündet hat, aber hat es auf jeden Fall. So, wir können jetzt gleich die erste Windmühle anmachen. Oh, das ist aber gemein. Dass der jetzt hier oben auch. Na komm, 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 komm. Huch. Ah, ich habe ein Feuer gemacht. Hat aber so gezählt, haha. Blödes Stück, du. Und das nächste. Sehr schön. Na, das pisst dich jetzt an, ne? Na, jetzt müssen wir noch eine. Ach, Füchschen, hallo. Immer diese Spielaufforderung, das ist so süß.
Ja. So, der Thembe. Was ist das denn jetzt für eine Figur? Was sind das denn jetzt für Viecher? Ich glaube nicht, dass die lieb sind. Ich glaube echt nicht, dass die nett sind. Die labern irgendwas. Oh, ich bin hier gerade voll in der Falle. Das wird, wenn wir hier voll in der Schattenwelt wären. Na, guck mich nie an. Ich gehe da jetzt nicht rein. Ich habe auch meine Prinzipien. Ich will da jetzt absolut nicht reingehen, ey. Jetzt voll die Sonnenseite, jetzt voll die Schattenseite. Nein, Gott, spring da nie runter, Junge. Ich geh mal, ne? Wo ist er? Wo ist der Fuchs? Ich kann ihn nicht sehen. Wo ist er denn? Ich gehe jetzt hier einfach rein. War auf jeden Fall richtig, hier reinzugehen. Wo sind wir denn jetzt hier? Uchala. Immer alles verstrickt da hier, ne? Desto tiefer man kommt, müssen wir erstmal den neuen Schlüssel finden. Der nicht hier ist. Der wo ist? Na, da kann uns was holen. Treppe, 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 Treppe. Könnte sich da auf halten oder geradeaus. Ich denke, ich muss hier lang. Ich werde es jetzt einfach mal testen. Nee, bitte. Oh, okay. Sehr weit. Ja. Okay, aber zu weit. Versuche ich jetzt den nochmal runter? Nee, auch zu weit.
Ja. Ich hab Schutz gesucht, du blöder Vogel. Fuchs ist da? Ja, komm, ich folge ihm. Hat ja bis jetzt immer recht gehabt. Das Spiel hätte ja auch einfach nur schön sein können, aber nein, sie musste ja noch irgendwie was Arschiges einbauen. Alles klar. Der Schreck gerade gekriegt, ey. Oh, fuck. Okay, da geht das Türchen nicht auf. Jetzt hier wie auf dem Präsentierteller hier oben. Echt, ich bin hier oben wie auf dem Präsentierteller. Da geht's gar nicht hoch. Oh, ich versuch's jetzt einfach mal. Ah. Gut, gut. Das hätte jetzt auch so einfach sein können, rein theoretisch. Aber sie wollen, dass wir jetzt noch ein bisschen hier Theater machen. Den Vogel mag ich überhaupt nicht, ey. Bin ja eigentlich total tierlieber. Aber da. Oh, das ist jetzt was ganz anderes hier, das Vieh. Außerdem muss ich die ganze Zeit aufs Klo und tue es nur nicht. Ich gehe nicht. Ich weiß nicht warum. Er kriegt mich da weg. Alles klar. Ah ja, gut. Wenn es denn auch so geht, dann direkt, dann bitte.
Funktioniert nicht. Der in der Mitte muss ja nach unten. Ich weiß, ich drehe jetzt schon die ganze Zeit hier dran rum. Wie komme ich denn an dem dran, dass ich da jaulen kann? Ich weiß es nicht. Ich kann es jetzt hier nicht. Bin ich hoch genug und ich komme da auch nicht dran. Ne? Aber Moment mal. Nee, ich kann so gar nichts. Mal gerade eben meine Dingens rausgemacht, um zu hören, ob da irgendwas ist mit der Hunde. Okay, klar ist, die müssen hier alle nach oben, ne? So wie ich das jetzt hier verstanden habe. Warte mal. Da komme ich hoch. Komme ich auf den anderen genauso hoch? Ich weiß nicht, ob da jetzt so eine Kletterkante war. Ne, den anderen kriege ich gar nicht hoch. Kriege ich den hoch? Ja, aber dann gehen beide runter. Das ist das Problem, was ich gerade habe. Ja, Leute, ich habe keine Ahnung. Ich mache jetzt hier auch erstmal einen Cut und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.